Video ab. Und bitte. Es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemals still steht hier. Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt. Es ist unser Leben in der Stadt, die niemand schläft hier. Von der Skyline zum Bordstein zurück. Denn um umzukehren, ist es leider schon zu spät hier. Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt. Ich bin dieser Junge und ich bleib auf meinem Weg. Es geht. Okay. Mein Name ist Bushido, wir sind hier bei meinem Videodreh. King Size, komm mal her. Komm mal her. Das ist King Size. Wir sind hier gerade am Hauptbahnhof im zweiten Stock, Minus. In einem, wie nennt man das? Parkhaus. Parkhaus, gut, korrekt. Zweiter Minusstock Richtung Erdenkern und wir drehen heute das Video von der Skyline zum Bordstein zurück. Mein Name ist Bushido, ich habe heute einen Anzug an. Das ist King Size. Auf jeden Fall der krasse Typ, den ich kenne. Und der mit mir zusammen ein Album gemacht hat. Und der hat ein neues T-Shirt gerade an. Auf jeden Fall geile Piktogramme hier. Und ihr seid jetzt dabei und das ist der Videodreh King Size und Bushido. Na, korrekt. Kamera, Fahrt. Unantastbar, der Rapper, der im Knast war. Kein von euch Kumpel sein und vom Horizont zurück auf die Street. Hier es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemals still steht hier. Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt. Es ist unser Leben in der Stadt, die niemand schläft hier. Wir drehen jetzt ein Ghost. Wir drehen jetzt einen Drogendeal und der soll dann später im Clip so aussehen, als würden die beiden Kollegen, die sich da Geld und Kokain austauschen, als würden die quasi in der Zeit gefroren sein. Mal gucken, ob es klappt. Es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemals still steht hier. Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt. Es ist unser Leben in der Stadt. Ich hab einen der Bodyguards dargestellt bei der Drogenübergabe. Die Figuren, die um Bushido rumstehen, werden einen sogenannten Ghost-Effekt haben. Das heißt, sie sind wie eingefroren und wie außerhalb der Welt, sozusagen transparent. Eigentlich bin ich der Produktionsleiter. Es geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemals still steht hier. Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt. Es ist unser Leben in der Stadt, die niemand schläft hier. Von der Skyline zum Bordstein zurück. Denn umzukehren, ist es leider schon zu spät hier. Ich hab vom Horizont zum Asphalt geblickt. Ich bin dieser Junge und ich bleib auf meinem Weg hier. Das Korrekte an der Sache ist, wenn du auch selber als Typ auch ein Video drehst, jeder Mensch da draußen würde denken, boah krass, Alter, so, du bist Rapper, Künstler, du drehst dein eigenes Video und die Leute bringen dir Sekt und Nutten und Eis und alles, was du willst, irgendwie so ans Set, ne? Ich muss heute mein Auto selber waschen, plus ich darf jetzt auch noch irgendwie Autogramme für die Deutsche Bahn schreiben, während meines eigenen Videodrehs und um das jetzt in der Sprache so auszudrücken, die uns anspricht, würde ich sagen, ja korrekt. Vielleicht verkaufen die auch meine Autogramme bei eBay und müssen dann den Hauptbahnhof damit finanzieren, so, weißt du, weil die Steuergelder nicht gereicht haben, aber auf jeden Fall Deutsche Bahn, ihr seid korrekt. So, ich schreibe euch jetzt ein paar Autogramme. Okay, dann gehen wir auf Anfang. Hier muss der Regisseur noch selber arbeiten. Der verdient nämlich nicht so viel Geld, als dass er nur rumsitzen könnte. Der muss jetzt auch selber markieren und so, weißt du? Inzwischen verdiene ich wirklich nicht mehr so viel Geld bei dem Job. War der Rapper, der im Knast war. Du und deine Freunde sind die Typen, die nie krass waren. Guck, du Bastard, ich komme in der Dunkelheit. Mama sagt, ich darf kein von euch Kumpel sein. Und vom Horizont zurück auf die Street. Hier, Sonny Black, back am Block, Mission complete. Ja, in der Not ist das natürlich noch fliegen. Was da wie eine Olle. Bitte mal kleiner. Überkopf. Das ist ekel. So wie Kreide an der Tafel und so, weißt du? Ich bin gerade ein bisschen unmotiviert. Ich versuche gerade den Videodreh zu sabotieren. Was? Soll ich mitkommen? Was? Immer sabotieren. Aber okay. Was willst du machen?
Party. Ne? Und dann kann man es klären, ob es vielleicht... Ich glaube, die wollten mir gerade den Finger beißen. Würde ich doch nie machen. Nee? Ja. Vielleicht hier im Nacken oder so? Ein bisschen? So hier rein? So reinbeißen. Oh. Reinbeißen. Es ist mein Bezirk, scheiße war Bushido Bink Rap wieder in die 30er. Okay, wir sind jetzt hier immer noch bei meinem Videodreh und mit nach 3, 4, 5 Stunden haben wir es jetzt schon geschafft. Die erste Szene ist vorbei, das Parkhaus ist auch jetzt abgeschlossen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, deswegen laufe ich auch hier so schön unter der Lampe entlang. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur zweiten Szene und dort sehen wir uns gleich wieder. Und das ist das Making-of. Haut rein.